Guten Abend, liebe Zuschauer, und wieder einmal herzlich willkommen zu den unglaublichen Geschichten. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber sind Sie der Meinung, dass mit dem Tod alles vorbei ist? Oder gibt es ein Leben nach dem Tode? Wir hier sind wieder einmal angetreten, Hinweise zu sammeln für die Theorie, dass mit dem Tod längst noch nicht alles vorüber ist. Wir, das ist, und ich begrüße ihn ganz besonders herzlich als einen Freund dieser Sendereihe, Professor Dr. Ernst Senkowski, Physiker aus Mainz. Guten Abend, Herr Holbe. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herr Senkowski, sind wir eigentlich nach dem letzten Mal, als wir uns hier trafen, ein Stück weitergekommen? Gibt es handfestere Beweise oder werden wir Beweise im klassischen Sinne dafür wohl niemals finden? Ich glaube schon, dass diese Frage berechtigt ist, Herr Holbe. Ich glaube auch nicht, dass es leicht ist, solche Beweise im klassischen Sinne zu finden. Man müsste den Begriff des Beweises einer genaueren Kritik unterziehen. Und es wird leicht Schindluder getrieben mit diesem Begriff. Beweisen heißt in meinem Verständnis eigentlich nur zeigen. Und man kann nur jemandem etwas zeigen, wenn er die Augen öffnet. Ich begrüße Elmar Gruber, Parapsychologe vom Institut für Grenzbereiche. Er war lange Zeit Assistent des berühmten Professor Bender. Elmar, ist das nicht so intim, ist das nicht so individuell, eine Antwort auf eine solche fast lebensentscheidende Frage zu finden? Soll nicht jeder eine eigene Antwort finden oder kann man die global liefern? Ich weiß nicht, ob man sie global liefern kann. Ich würde es hoffen, dass es möglich ist, darauf eine Antwort liefern zu können, die auch ein Beweis sein kann. Ich glaube, dass sich jeder Mensch natürlich bis zum gewissen Grad mit der Frage, überlebe ich meinen physischen Tod, auseinandersetzt. Irgendwann im Leben tauchen diese Fragen immer wieder auf und sie haben die Menschheitsgeschichte eigentlich auch in der Evolution vorangebracht. Und diese so wichtige Frage wird deshalb auch nicht von der Wissenschaft übergangen werden können. Und wenn es heute neue Methoden gibt, neue Möglichkeiten, sie auch wissenschaftlich fassen zu können, dann sollte man das auch tun. Vor anderthalb Jahren, liebe Zuschauer, hatten wir hier im Studio eine Mutter, Dina Tölke, die versuchte, über eine technische Apparatur ihren verunglückten Sohn Frank zu rufen. Wir haben das damals ausgestrahlt und jener Frank hat sich tatsächlich gemeldet. Jedenfalls kam eine Stimme, die diese Frau ansprach mit ihrem Kosenamen und er hat sich dann auch identifiziert mit Frankie Boy. Professor Senkowski, wir leben in einem technischen Zeitalter. Ist diese technische Transkommunikation nicht irgendwie eine Fortsetzung aller Versuche, die schon vor Jahrtausenden stattgefunden haben, dieses Dunkel um das Jenseits zu lichten? Sicher. Ich glaube, es ist neuer Wein oder alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, es ist so, dass wir ja natürlich keine Technik hatten, wir oder unsere Vorfahren, und dass sie auf rein psychischem Wege Versuche angestellt haben oder auch angesprochen worden sind und auf diese Weise versuchten eben Erfahrungen zu sammeln über ein mögliches Jenseits oder ein Fortleben nach dem Tode. Und es ist interessant anzumerken, dass eigentlich schon in den 20er Jahren, sogar noch etwas eher, seit Beginn der drahtlosen Telegrafie, der drahtlosen Telefonie, des Radios, die großen Erfinder, so wie Marconi und Tesla und Edison, der Überzeugung waren, es müssten einmal Möglichkeiten technischer Art diese Beweise liefern können. Also für Zuschauer, die diese Sendung zum ersten Mal schauen oder die sich noch niemals mit dieser Möglichkeit vertraut gemacht haben, klingt das vielleicht ein bisschen wie Spinnerei, zugegeben. Es gibt mittlerweile in den letzten 30 Jahren viele, viele, vielleicht sogar 100.000 Menschen rund um die ganze Welt, die sogenannte Tonbandstimmen-Experimente machen. Elmar, was ist das? Ja, man hat eine neue Technik entwickelt in der Parapsychologie, dieses Gebiet der Kommunikation oder der eventuellen Kommunikation mit Verstorbenen mit Hilfe von Tonbändern durchzuführen. Und zwar ganz einfach wird ein Tonbandgerät eingeschaltet, das ist die vielleicht einfachste Form davon. Man befragt einen Verstorbenen, am besten ein naher Verwandter, Bekannter macht das und dann lässt man das Tonbandgerät laufen. Das Tonbandgerät läuft eine ganze Weile, 10 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht länger. Hört man sich dieses Tonband dann später an, dann stellt sich heraus, dass sehr häufig Stimmen drauf sind auf diesem Tonband und diese Stimmen nicht gesprochen wurden im Raum. Die Interpretation besagt dann, dass es wahrscheinlich Stimmen von Verstorbenen sind. Ja.
Wir werden jetzt versuchen, im Laufe dieser Sendung ein solches Experiment zu machen, und zwar technisch etwas verfeinerter, nicht nur mit einem normalen Tonbandgerät, mit einem Kassettenrekorder. Es wurden natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte Versuche gemacht, diese Transkommunikation zu verbessern. Manchmal hört man nur Geräuschfetzen oder man muss in irgendwelche gehauchten Stimmen eine Bedeutung hineindenken. Und da gibt es in der Bundesrepublik einen Pionier, Professor Senkowski, den Sie als Physiker sich mit wachen Augen angeschaut haben, auch seine Apparatur. Sie verfolgen auch seinen Weg schon seit langer Zeit. Und wir werden heute Abend hier im Studio versuchen, einen Kontakt, sagen wir es mal, weil wir keine anderen Worte dafür haben, zum Jenseits herzustellen. Wir wenden uns, Professor Senkowski, am besten jetzt mal zu Hans-Otto König. Hans-Otto König ist jener Mann, der, wenn man so will, vom Saulus zum Paulus wurde, denn Sie waren ja anfangs ziemlich skeptisch. Das kann man wohl sagen. Ich habe 1974 zum ersten Mal von diesem Phänomen gehört und ich war auch der Meinung, wie heute noch, leider noch viele Parapsychologen der Meinung sind, dass es Stimmen aus dem Unbewussten wären, und daraufhin habe ich einige Experimente vorgenommen. Ich habe tatsächlich 2 Jahre gebraucht, bis ich von dem überzeugt war, dass es Stimmen von Verstorbenen sind. Hm. Die Experimente verliefen so, dass auch Energiefeldmessungen beim Experimentator vorgenommen wurden. Und ich stellte dann fest, dass die Energien sich im Raum aufbauen und mit dem Experimentator nichts zu tun haben. Hm. Und aufgrund der Aussagen konnten wir erst einmal annehmen, dass es Stimmen von Verstorbenen sind. Sie sagen ja, wir, die Verstorbenen, leben. Das ist immer wieder die Botschaft, die wir von drüben bekommen. Sie sprechen uns mit Namen an und sagen Dinge, die wir nur wissen können und die Verstorbenen wussten. Hm. Und außerdem habe ich sehr viele Einspielungen gehabt, wo sich Verstorbene meldeten, die ich zu Lebzeiten gar nicht kannte. Sie nannten ihren Namen, ihre Adresse, wo sie gelebt haben, wo sie gewohnt haben. Als ich das recherchierte, stellte ich fest, dass sie tatsächlich lebten. Ja. Professor Senkowski, eigentlich ist es unwesentlich, ob es eine animistische oder spiritistische Variante ist. Beides Male wäre es ein Beweis für den Geist, den der Mensch besitzt. Für den Geist des lebenden Menschen, ja, von dem wir aufgrund dieser Experimente glauben, dass er unsterblich ist. Frau Dohrmann, Marlene Dohrmann ist aus gutem Grunde hier, denn Frau Dohrmann, Sie treibt ein ganz persönliches Schicksal, diese Forschung hier in einer Gruppe, die Herr König ja hat, weiterzutreiben. So ist das. Was ist passiert? Unsere Tochter ist mit 16 Jahren mit ihrem Freund tödlich verunglückt. Und man braucht da gar nicht viel zu sagen, was dann passiert. Und ich bin über Ihren Sender, über die unglaublichen Geschichten, darauf aufmerksam gemacht worden, dass es diese Möglichkeit der Transkommunikation per Tonband gibt. Mhm. Habe mir Informationsmaterial schicken lassen und dann selbst experimentiert. Und inzwischen ist es so, der Kontakt steht, wenn man so will, ist immer stärker geworden. Und also unter Kontakt verstehen Sie, da muss ich mal einhaken für unsere, ja, Zuschauer, die das nicht wissen, Sie stehen in einem regen Dialog mit Ihrer verstorbenen Tochter. Richtig. Und Sie gehen davon aus, dass es Ihrer Tochter gut geht. Ich gehe nicht nur davon aus, sie sagt es selbst, sie ist frei, sie ist fröhlich, ihr geht es besser als hier. Wir könnten uns dieses Leben gar nicht vorstellen, wir würden es nicht begreifen, es wäre alles besser. Ja, und sie hat sich ihre Individualität bewahrt, sie ist die gleiche Persönlichkeit geblieben. Total. Ja, und jetzt passierte etwas ganz Merkwürdiges, während Frau Marlene versuchte, Kontakt aufzunehmen mit ihrer Tochter und den auch bekam, hat unabhängig davon Herr König mit seiner technisch weitaus komplizierteren Apparatur Kontakt zur Anja bekommen, denn sie meldet sich hin und wieder bei Ihnen und sie ist so etwas wie eine Art Verbindungsglied zwischen dieser Bewusstseinsebene und der anderen. Ja, ich würde sagen, eine Kontaktperson, ja, die gleichen Aufgaben hat wie wir hier auch, diese Kommunikationsbrücke zu festigen. Wir werden jetzt einen Versuch machen. Wir werden jetzt mal ganz global, sagen wir mal, das Jenseits in Anführungsstrichen ansprechen
Und wir haben bei der letzten Sendung die Erfahrung gemacht, dass sich die Anja gemeldet hat. Wir hätten Ihnen jetzt ganz gerne mal gezeigt, wie die Anja zu Lebzeiten ausgesehen hat, aber da gibt es wohl private Gründe, die dagegen sprechen. Wir können Rücksicht auf die Hinterbliebenen, und Frau Marlene ist ja nicht die Einzige, müssen wir das schon akzeptieren, wie es ist. Wir können also kein Bild einblenden. Wir haben ein Tonbandgerät unabhängig aufgebaut, da ist jetzt gerade der Kollege dran gewesen. Mit diesem Tonbandgerät werden wir all das hier akustisch aufzeichnen, was sich hier tut, bei dieser Apparatur, bei dieser Anlage hier. Und wir werden das Ganze aufzeichnen. Herr König, solche Experimente dauern sehr, sehr lange. Die gehen manchmal über Stunden. Unsere Sendung hat nur einen begrenzten Termin. Sie können lange dauern, brauchen aber nicht lange zu dauern. Es kommt auf dem Experiment an und die Bereitschaft von drüben, ob sie sich melden können. Und natürlich gibt es auch energetische Probleme, besonders von drüben, und den Kontakt von hier nach. Ja, also was wir Ihnen jetzt zeigen, dieses Experiment hier ist eine Aufzeichnung, und es kann sein, dass wir jetzt schneiden müssen, wenn Antworten kommen, die sind manchmal so schnell gar nicht zu hören, deutlich zu hören, dann werden wir die mit einem Schriftgenerator unterlegen, aber das braucht alles seine Zeit. Damit Sie immer genau wissen, welchen Standpunkt das Experiment terminlich gerade hat, blenden wir eine Art Uhr ein, sodass Sie also immer wissen, wo hier auch geschnitten worden ist in dieser Sendung, denn wir wollen nichts mogeln, weder hier mit dieser Apparatur noch mit dieser Fernsehsendung. Wir haben einmal den Generator vorgestellt, der von Ihnen entwickelt worden ist. Jetzt ist es eine Art Infrarotbrücke, die Sie hier aufbauen. Ist das denn eine Verbesserung der Empfangsqualität? Nein, direkte Verbesserung nicht. Wir haben eine andere Ebene erreicht, und zwar sprechen die Jenseitigen selbst von der fünften Ebene. Das ist eine Entwicklungsebene. Bei dem Generator war es so, dass wir im Ultraschallbereich Kontakte herstellen konnten, und Sie sprechen von der ersten Ebene. Also es ist eigentlich eine Verbesserung, also eine Weiterentwicklung der Apparatur. Frau Dohrmann, es ist nicht die Technik alleine. Nein, mit Sicherheit nicht. Es spielen viele Faktoren eine Rolle mit. Und ich denke, der größte Faktor ist die Liebe, die uns verbindet. Ja. Und da Sie ja die Kontakte nach drüben, wieder in Anführungszeichen, Sie beide haben und Sie beide aus ehrlichem Interesse handeln, und ist das wohl eine der Voraussetzungen, überhaupt diesen Kontakt herzustellen? Also hier die Technik, aber auch eine bestimmte Medialität. Ich glaube schon. Nach allem, was ich in den Jahren beobachtet habe, würde ich das bejahen. Dann möchte ich Sie bitten, doch mit Ihren Versuchen zu beginnen. Gut. Professor Senkowski und ich ziehen uns als Beobachter etwas in den Hintergrund. Ich möchte noch dazu sagen, für die Fernsehzuschauer, dass wir jetzt nicht im akustischen Bereich alleine die Stimmen hören. Man kann sie auch verfolgen im optischen Bereich, hier vorne auf dem Oszillograph. Wenn sie was tut, zeichnet sich das als Impuls ab, und man kann das dann ganz schön noch mitverfolgen. So, ich schalte das Gerät ein. So, hallo Freunde. Hallo. Hier ist Marlene Dohrmann und Hans-Otto König und bitten um Kontakt. Ja, ich sage euch auch einen guten Tag. Und ich bitte auch um Kontakt. Und Angie, vielleicht kannst du helfen. Wenn ihr da seid, wenn es möglich ist, dann gebt bitte ein Zeichen. Ich muss mal etwas machen. Könnt ihr euch schon mal vielleicht
ein Zeichen, Leute. Das ist. Hallo Freunde. Wir haben die Infrarotstrecke aufgebaut, versucht, diese Strecke zu modellieren. Ich höre euch leise sprechen. Ich weiß, ihr seid jetzt hier in der Sendung. Ja, ich höre auch ganz leise im Hintergrund etwas. Und nach unserer Erfahrung dürfte das nicht alles sein. Also hier hört man jetzt Stimmen. Ja. Die sind aber für einen Beweis natürlich viel zu undeutlich. Sind sehr leise. Ja. Denn wir wissen ja, dass das auch sehr laut sein kann, ne, dieser Kontakt. Also gut verstehbar. Bitte nochmal, die Freundinnen und Freunde und Angie. Ich meine, es klingt etwas merkwürdig, aber sie sind ja Energiewesen. Sind wir ja auch. Geistwesen. Verkörperte Geistwesen. Sie arbeiten nicht mit Apparatur. Doch. Ihre Partner. Doch. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass sie im Prinzip die gleichen Geräte haben wie wir. Hm. Muss ich das die Welt genauso vorstellen wie hier auch, nur in einer anderen Schwingungsebene, was wir mit unseren fünf Sinnesorganen nicht erfassen können. Freunde, im Hintergrund hört man schon was, aber das ist tatsächlich zu leise. Schon ein bisschen mehr. Frau Dollmann, Sie sprechen da eine Zentrale an. Das klingt so, als ob Sie ein Taxi rufen würden. Aber das scheint es tatsächlich zu geben. Menschen, die sich zentralisiert haben. So kann man das wohl verstehen. Ne? Ja. Das sind übergeordnete Stähle, die, ja, wenn man so will, schon etwas zu sagen hat. Auch vielleicht etwas regelt, sei es jetzt geläuterte Geistwesen. Ja, man weiß auch nicht, ob sie alles sagen dürfen. So weit sind wir. Wir müssen ja nicht alles sagen, würde ja schon reichen, wenn Sie sich jetzt zu erkennen geben. Ja, ja, Sie haben auch schon eine gewisse Kontrollfunktion über das, was von anderen Personen vermittelt wird. Mhm. Das erlebt man immer wieder. Tja, wir sprechen nochmal unsere Freunde an von drüben und bitten um den Kontakt. Ja, ich bitte auch Anja. Doch zu versuchen zu helfen. Freunde. Die Infrarotstrecke ist da. Ja, hallo. Ich höre dich ganz leise. Es ist zu leise. Anja? Ja, etwas lauter werdet ihr. Vielleicht ein Wort durchbringen, ein Hallo. Ich habe das nicht verstanden. Ja, war besser. Ich denke, es gibt irgendwelche Schwierigkeiten. Ich würde sagen, wir unterbrechen mal und machen gleich noch mal einen Versuch. Oder lassen wir noch ein paar Minuten. Ja, ist gut. So, liebe Zuschauer, nach einer kurzen Pause hier im Studio werden die Experimente gleich fortgesetzt.
Natürlich ist das kein Telefonat nach Australien und noch nicht einmal eine Schaltung zum Mond. Dies hier, Professor Senkovsky, ist doch weitaus komplizierter. Ganz sicher, Herr Holbe, sonst würde es auch besser funktionieren. Was denken Sie denn, könnte hier der Casus Knactus sein? Was haben wir falsch gemacht? Ja, falsch gemacht, das kann man wohl sicher nicht sagen. Ich glaube, jeder Parapsychologe wird wissen und wird bestätigen, dass all diese Experimente in diesem Bereich nur mit einem gewissen Zuverlässigkeitsgrad durchführbar sind. Das heißt, sie sind nicht so, wie wir das aus unserer Technik gewohnt sind, im Allgemeinen hundertprozentig verlässlich. Und das ist also einmal aus dem großen Rahmen der Parapsychologie heraus abzuleiten. Und nun kommt aber noch ein technisches Problem oder vermutlich eine Reihe von technischen Problemen dazu, die diesen Übergang von einem Bewusstseinsbereich in den anderen nun ja auf einer Ebene verwirklichen sollen, die uns als Physikern heute noch verschlossen zu sein scheint. Elmar, wir haben das bei Außenaufnahmen immer wieder bemerkt. Man steht natürlich unter einem gewissen Erwartungszwang und dem scheinen sich die anderen Dimensionen widersetzen zu wollen. Das ist ganz schwer zu sagen. Ich meine, man hat immer die Tendenz, irgendwie von unserer Warte aus zu interpretieren, was nun der Fall ist und was die Probleme sind. Wir wissen es ja nicht hundertprozentig, was hier wirklich falsch läuft oder was Schwierigkeiten macht. Wir versuchen, glaube ich, von unserer Seite das Beste zu machen. Es ist klar, wenn man ein solches Experiment unter diesen Bedingungen macht, Fernsehen, man hat auch nur so und so viel Minuten oder vielleicht Stunden Zeit dafür, dann ist schon ein Druck da und auch der Druck der Experimentatoren da, der sich sicherlich auch psychisch auf das Experiment auswirkt. Das kann ich mir alles vorstellen, aber letztlich wissen wir es nicht. Frau Dormann, Herr König, ich glaube, wir können mal weitermachen, bitte. Es ist also eine Infrarotbrücke, die hier aufgebaut wird, als praktisch Spielmaterial für die andere Seite. So könnte man sagen, eine Strecke, die also mehrere Meter durch den Raum hindurch frei ist. Und nach den Eindrücken, die Herr König gewonnen hat, wird dieser Infrarotstrahl auf diese Ebene in irgendeiner Weise beeinflusst. So, wir machen dann weiter den zweiten Versuch. Freunde, im Anfang haben wir ganz leise etwas vernommen. Aber es scheint irgendwelche Schwierigkeiten zu geben. Herr Professor Senkovsky, wenn man davon ausgeht, dass die möglichen Gesprächspartner sich im Jenseits, also jenseits von Raum und Zeit und damit auch jenseits unserer Vorstellungskraft befinden, könnte ich mir vorstellen, dass es ja auch gewisse Probleme gibt mit der Zeitdestination. Wir leben in der Zeit. Ja. Hier ist das wohl nicht der Fall. Das ist eines der schwierigsten Probleme, dem wir uns gegenüber sehen, wenn wir versuchen zu verstehen, wie drüben die Bewusstseinszustände oder die jeweilige Umwelt von uns aus gesehen vorgestellt werden kann. Es ist sehr schwierig, es gibt Versuche von jenseitigen Verstorbenen, über Medien uns verständlich zu machen, wie ihre Zeit abläuft oder wie ihr Zeitempfinden ist. Und ich glaube, dass bei diesen Übertragungsversuchen nicht nur das Energieproblem eine Rolle spielt, in unserem Sinne physikalisch gesprochen, sondern eher das Problem der Zeitsynchronisation. Das heißt, des Übereinstimmens deren Zeitablauf und unseres Zeitablaufs. Also wir beide waren ja bei Versuchen anwesend, auch mit dem Gerät, auch mit Hans-Otto König bei den Ziehtagen in Basel beispielsweise oder auch in Büdingen. Da kam also nach einer gewissen Wartezeit von 10, 15 Minuten deutlich verstehbare Sätze, sodass wir also schon Augen- und Ohrenzeuge wurden von solch einer möglicherweise Transkommunikation zu Verstorbenen. Dieses Experiment, wir sehen es an der Zeituhr, dauert jetzt schon 34 Minuten. Vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass hier nicht manipuliert, dass hier nicht getrickst wurde. Denn wenn er tricksen würde, der Meister König, dann könnte man das wirklich nach 2 Minuten haben, wenn hier mit Modulen gearbeitet würde und wir wären alle viel glücklicher. Nein, dann wären wir sicher nicht viel glücklicher, sondern wir hätten ein schlechtes Gewissen, Herr Holbe. Sicherlich, aber wir hätten ein Experiment, das geklappt hat. Wobei ich sagen muss, dieses Gerät wurde in Luxemburg schon einmal untersucht von Technikern. Manipulation ist hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht im Spiele.
Es kommt noch etwas dazu, Herr Holbe. Es gibt eine Aussage von einem Jenseitigen, der sagt, ihr müsst euch vorstellen, dass wir mit einem Flugzeug über den Ozean fliegen und da tief unter uns ist eine kleine Insel. Und wir müssen versuchen, auf dieser kleinen Insel zu landen. Und zwar in Raum und Zeit. Und es ist natürlich so, dass an einem Ort, wo die Apparatur schon des Öfteren eingesetzt war, es möglicherweise einen leichteren Zugang gibt, als jetzt plötzlich in einer völlig neuen Umgebung an einem neuen Ort in diesem Studio hier, wo wir ja zum ersten Mal sind. Wir versuchen noch mal ein paar Minuten und dann müssen wir mal eine längere Pause machen. Und wir bitten um Kontakt, Freunde, gibt wenigstens ein Zeichen. Wir werden vielleicht dann später nochmal versuchen, wir probieren nochmal für einige Minuten. Also nach der Pause ist dieses Experiment jetzt etwa 10 Minuten gelaufen. Ich würde vorschlagen, dass Sie jetzt mal sich ein bisschen entspannen und wir zeigen unseren Zuschauern, falls Sie das noch nicht gesehen haben sollten, mittlerweile haben wir viel mehr Teilnehmer in Hessen beispielsweise oder auch in Österreich, wir zeigen Ihnen den Ausschnitt eines Experiments, das im Februar letzten Jahres in unserem Studio in Luxemburg stattgefunden hat. Damals hat die Hausfrau Dina Tölke, ich sagte es vorhin schon, versucht, ihren verstorbenen Sohn Frank zu rufen. Es kamen eine ganze Menge gut verstehbarer Stimmen und es meldete sich auch Frank, der sagte, hallo Dienchen, und anschließend hat er sich identifiziert mit Frankie Boy. Diesen Ausschnitt wollen wir Ihnen jetzt noch einmal zeigen. So, hallo Freunde. Wir machen ein Experiment mit dem Generator. Wir rufen unsere Freunde aus dem Jenseits und bitten um Kontakt. Wir werden jetzt erst einmal versuchen, einen allgemeinen Kontakt aufzubauen und dann wird Frau Tölke versuchen, ihren Sohn Frank zu rufen. Freunde, hier ist Hans-Otto König. Ich bitte um Kontakt. Wer kann den Kontakt vermitteln zu Frank Tölke? Wenn ihr da seid, gebt bitte ein Zeichen. Freunde, wir rufen euch. Frank, bist du da? Hörst du mich, Frank? Wir grüßen dich. Wir grüßen dich.
Danke. Ich grüße euch auch. Ja. Kannst du etwas sagen, Frank? Vielleicht einmal deinen Namen, damit ich weiß, dass du es bist. Hallo, Dienchen. Ach, Frankie Boy, mein Junge. Haben Sie ja gehört, was er gesagt hat? Er hat gesagt, hallo, hallo Dienchen. Dienchen. Das sind Sie. Das hat er zu Lebzeiten zu mir gesagt. So hat er mich manchmal genannt. Mein lieber kleiner Frank. Ich danke dir, Frank. Danke, Boy. Frankie Boy. Frankie Boy, hat er gesagt? Ja. Sie ist Ihr Sohn? Ja. Sie können ihn erkennen? Das ist der Frank. Ja, unwahrscheinlich. Ich danke auch deine Freunde, Frank. Ich weiß, dass sie dir geholfen haben. Wir grüßen für Kontakt. Ich danke mich tausendmal. Möchtest du noch etwas sagen, Frank? Schlechte Verbindung oder was? Du hast jedenfalls unseren Zuschauern gezeigt, dass du da bist, dass du mit mir sprechen kannst, Frank. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Vielleicht können Sie Ihre Freunde mal fragen, ob Sie eine Botschaft haben für uns hier. Was sagt er? Ja, das war ja, das müssen wir vielleicht gleich nochmal. Ja, habt ihr irgendwie uns noch was zu sagen? Irgendwas Wichtiges? Kontaktende. Kontaktende? Ja. Also damit ist das jetzt beendet? Jetzt erstmal beendet, ja. Was heißt das Kontaktende? Sind Sie jetzt nicht mehr in der Lage, mit Ihnen zu sprechen? Doch, nach einer gewissen Zeit wieder. Ja. So, liebe Zuschauer, das war eine Aufzeichnung. Das war das Experiment mit dem Generator in unserem Studio in Luxemburg vom Februar letzten Jahres. Wir haben es hier mit einer neuen Anlage zu tun, die auf der Basis von Infrarotlicht funktioniert. Ich habe hier einen Schaltplan, den Herr König aufgestellt hat. Hier wird versucht, wenn ich Herrn König richtig verstanden habe, Kontakt zu anderen Ebenen aufzunehmen, also zu höheren Schwingungen. Und die Aussagen sind dann eben entsprechend, sagen wir mal, philosophischer, ja, ausführlicher, mit einer moralischen Grundtendenz. Man kann davon ausgehen, dass sie mehr mitbekommen haben und uns ganz andere Dinge sagen können. Da war eben eine ziemlich laute Stimme, oder? Nee, hab ich nicht. Gut, also dann wollen wir mal hören, dass den Fachleuten überlassen hier das Ganze. Ja. Und Sie machen am besten weiter. Ja, wir versuchen dann nochmal und bitten unsere jenseitigen Freunde um Kontakt. Das ist jetzt der dritte Versuch. Ja, schließe mich den Wünschen an. Bitte auch um Kontakt. Hier ist Marlene. So, ich bin mal ein bisschen lauter hier. Freunde, wir rufen euch nochmal. Rufen die Anja, die Zentrale. Hallo. Oh, jo. Ich freue mich sehr. Freunde, wir grüßen euch. Ja. Wir hätten gerne, ja, wenn es möglich ist, die Anja gesprochen. Sie verstehen können, was die Stimme eben Kontakt sagt. Kontaktfeld. Für Marlene, Dormann, Hans-Otto König. Sowas habe ich verstanden. Ja. Müssen wir uns aber gleich nochmal anhören. Ich freue mich sehr und ich möchte mich als erstes bedanken bei euch. Ganz herzlich. Und ich bete euch auch. Anja wird sprechen. Hallo. Bitte nochmal. Anja wird sprechen. Anja wird sprechen? Ja. Aber ich gehe mal. Ja.
Hallo Angie, hörst du die Mama? Dürfte. Da. Was war da? Mama-Kontakt. Mama-Kontakt? Ich muss ja noch etwas mehr. Ich grüße euch. Ja. Wir grüßen euch auch alle. Ich habe vor lauter Freude solche Herzklopfen. Okay. Haben Sie das Gefühl, dass das die Stimme Ihrer Tochter gewesen ist? Ja. Das sind Schwierigkeiten. Angie, ich kann dich noch sehr, sehr schlecht verstehen. Ja, die Kontaktbrücke ist wunderbar. Es ist ein Weg für Diesseits und Jenseits. Vielleicht könnt ihr jetzt für viele, viele Menschen etwas sehr Wichtiges sagen, Angie. Die Technik. Oh, Liebchen, ich liebe dich auch. Ich sende dir alle meine Liebe zurück. Und alle. Mama, ich sende dir meine Liebe. Wunderbar. Angie, ich bin sehr, sehr froh und glücklich. Möchtest du etwas sagen, was für die Allgemeinheit? Ich habe nur Kontakt verstanden, Angie. Kannst du das bitte wiederholen? Das ist gut. Ja, es ist für uns aber schwer zu verstehen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ganz verzerrt. Rainer Holbe? Sagen wir danke für deine Sendung. Information. Oh, gute Information. Ja, dem schließen wir uns an. Wunderbar. Ich glaube, das ist ein recht technisches Problem, dass es so verzerrt ist. Wir brauchen eure Kontakte. Das haben wir verstanden. Ja, und könnt ihr uns auch sagen, warum ihr sie braucht? Warum sind sie wichtig für euch? Das habe ich nicht verstanden. Wir hören das nachher ab. Könnt ihr uns was Wichtiges mitteilen für unsere Fernsehzuschauer? Wir wissen ja, dass unsere Existenz, unser Leben weitergeht. Aber für viele Menschen ist es unerklärlich. Könnt ihr dazu etwas sagen? Angie. Technik geht über Liebe oder Frieden und Liebe, ja. Oder wir sollen Frieden halten in Liebe, ja. Ja, Frieden und Liebe. Wir hören uns das Band hier gleich nochmal ab. Vielleicht können wir dann mehr verstehen. Danke, ich grüße Biggie ganz herzlich.
bin sehr unter ihr Tag gestanden. Ja, ich bin. Wer ist Biggie? Meine Schwester. Vielleicht übersetzen Sie uns das immer. Ich kann es nämlich nicht verstehen oder nur sehr schwer verstehen. Ja. Kann Biggie sich jetzt auch hier artikulieren und melden? Es wäre, glaube ich, auch für viele Menschen wichtig zu wissen. Meine Schwester war geistig behindert durch Meningitis. Ja. Und es wurde mir vorher gesagt, wenn Birgit zu uns kommt, wird sie wieder ganz gesund. Das Kontaktfeld ist hier. Dürfen wir uns nochmal melden? Freunde, wir bedanken uns recht herzlich. Danke. Ja, wir kommen immer lauter. Ja. Ja, recht vielen Dank für die Verbindung. Auch danke. So. Also, schalten wir jetzt mal hier. Das ist jetzt hier mitgelaufen, ja. Dieses Kontaktende, Professor Senkowski, das haben wir schon des Öfteren auch bei den Generatoreinspielungen gehört. Ja. Ich muss mich mal sehen. Ganz nervös hier. Das klingt so technisch, das klingt so, als würde da irgendeiner in einer Funkzentrale sitzen und sagen, Schluss, stellen Sie sich das doch so vor. Was auffällt, ist ja, dass die Individualität des Verstorbenen sich nicht zu verändern scheint. Die haben zwar neue Erfahrungen zu machen, aber sie bleiben die Persönlichkeit bleibt erhalten, ja. Das ist auch mit dem Kontaktende, das ist nicht nur bei uns so, das sind auch bei anderen Experimentatoren, so dass ein Kontaktanfang und Kontaktende durchgesagt wird. Deutet das auf eine energetische Schwäche vielleicht hin? Ja, ich glaube schon. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube schon, soweit wir das mit unserem Wort Energie überhaupt beschreiben können, denn wir können ja nicht ohne weiteres unser Wort Energie, unseren Begriff der physikalischen Energie, übertragen in die anderen Bereiche. Es gibt zum Beispiel eine Aussage von drüben, die lautet, Energie ist Bewusstsein oder Bewusstsein ist Energie oder die Seele ist Energie. Ja, aber dann sicher nicht die Energie, die wir uns mit unseren Geräten hier messen können, Herr Holbe. Also meine Tochter hat mir mal gesagt, habe neue, andere Sinne. Auch das, wie Sie uns hier wahrnehmen, Sie sind ja imstande, uns wahrzunehmen, geschieht sicher nicht in der gleichen Art, wie wir unsere Sinnesorgane benutzen, sondern das ist eine andere Art von Sinnesorgan, für die wir keine Begriffe haben. Ich erinnere mich, dass Sie einmal eine sehr schöne Aussage hatten, Liebe ist Leben für immer. Ja. Hier wird also dieser Begriff der Zuneigung, der Liebe, wo wir uns auch hin entwickeln müssen, das ist unser Weg. Gut. Liebe heißt ja letztendlich dann auch sich selbst aufzugeben, nicht? Genau. Zugunsten eines anderen oder einer anderen oder einer Idee. So, jetzt hören wir uns mal ein bisschen was an, vielleicht verstehen wir das besser. Unsere Fernsehzuschauer haben jetzt ohnehin längst über den Schriftzug diese Aussagen erkennen können und auch dadurch besser verstehen. Ich weiß gar nicht mehr, erzähl mal. Gut, lassen wir das jetzt vielleicht mal mit dem Abhören. Ich bedanke mich vorab. Es war ein sehr schwieriges Experiment, aber wir haben Stimmen gehört. Jetzt frage ich mal meinen Kollegen, den Parapsychologen Elmar Gruber, und bitte ihn kurz um eine Wertung dessen, was er hier gesehen und gehört hat. Ja, ich meine, das lässt sich gar nicht so kurz und schnell überhaupt werten. Zunächst einmal können wir natürlich hier nicht die vielen Fragen ansprechen überhaupt, die mit einer solchen Apparatur im Zusammenhang stehen. Wir können nicht ausmachen, was hier nun wirklich technisch vor sich geht und passiert ist, auf welche Art und Weise man vielleicht tatsächlich nur durch sein Bewusstsein sich in einen technischen Apparat einschalten kann. Das wissen wir nicht, das können wir einfach nicht jetzt abhandeln. Aber es ist klar, von diesem und von vielen anderen Experimenten, dass hier tatsächlich etwas Paranormales passiert. Wie man nun dieses Paranormal interpretiert, ist so eine Frage. Ich glaube nicht, dass man diese alte Dichotomie zwischen sogenannten Animismus und Spiritismus überhaupt noch aufrechterhalten kann, sofern wir, und darauf deuten wir immer wieder hin, uns doch einmal überlegen und sagen, ja gut, unsere Seele in ihrer Tiefe übersteigt ohnehin das, was wir unter Raum und Zeit und mit unseren Sinnesorganen bis zum gewissen Grad hier feststellen können, dann ist sie schon in einer Art von Jenseits, nämlich jenseits von Raum und Zeit. Und diese Psyche kann ja, das wissen wir durch psychokinetische Experimente, direkt auf materielle Dinge einwirken. Und die Frage ist natürlich dann, wieso sollte diese Psyche nicht auch, wenn sie vom Körper befreit ist, nach wie vor noch auf materielle Dinge einwirken können? Also ein Verstorbener, die Psyche ist ja noch vorhanden, die Seele ist vorhanden, das Bewusstsein ist vorhanden, in einem anderen Zustand sicherlich, in einem
auf einem Ort, den wir uns nicht vorstellen können, der unräumlich ist, kann durchaus auch hier noch wirksam sein. Ganz ähnlich wie wir im Bewusstsein, dieses Beispiel führe ich immer wieder an, im Traum zum Beispiel auch die Stimme eines Menschen, eines uns bekannten Menschen, auch nachdem er verstorben ist, noch genau reproduzieren können, genau wiedererkennen können. Genauso ist in einem Bewusstsein dann vielleicht noch all das gespeichert und möglich, in die materielle Welt überführt zu werden, in einem ähnlichen Prozess wie Psychokinese bei lebenden Menschen. Elmar, wo liegen die Gefahren bei der Beschäftigung mit diesen paranormalen Dingen? Ja gut, ich meine, da gibt es verschiedene Möglichkeiten von Gefahren. Gefahren gibt es bei allen Dingen, in denen man sich zu sehr hineinsteigern kann, für Personen, die selbst, sagen wir, eine labile psychische Struktur haben. Diesen Personen müsste man eigentlich immer abraten, sich mit paranormalen Dingen zu intensiv zumindest ganz zu beschäftigen. Ganz allgemein, ja. Also nicht nur mit Tonbandstimmen. Eben, ich wollte es gerade sagen, sehr im Allgemeinen ist vielleicht bei Tonbandstimmen sogar noch weniger als wie bei Automatismen, psychischen Automatismen, wenn man ans automatische Schreiben denkt und ähnliches, mir ist es vielleicht sogar noch gefährlicher. Aber ich kenne auch Menschen, die eben sich sehr hineingesteigert haben in das Tonbandstimmenphänomen und dann tatsächlich einen sehr großen Teil ihrer Zeit damit verwenden, hier diese Tonbandexperimente zu machen. Zum Teil ist das sicherlich auch gerechtfertigt und interessant, aber ich meine, man darf darüber hinaus ja auch das Diesseits nicht vergessen und vor allen Dingen auch nicht vergessen, dass wir einfach mit unseren Fähigkeiten, unserer eigenen Bewusstseins, unserer eigenen Psyche doch sehr große Einsichten auch in das Leben nach dem Tod gewinnen können. Ohne diese technische Transkommunikation. Ja. Hans-Otto König, Sie können sich vorstellen, dass vielleicht in Zukunft so eine Art, na, sagen wir mal, Ferngespräch ins Jenseits geführt wird, mit richtigen Dialogmöglichkeiten? Die Möglichkeit haben wir heute schon, aber man kann jetzt nicht auf Knopfdruck sagen, dass solche Kontakte zustande kommen. Es gehören ja immerhin zwei Personen dazu, einmal das Diesseits und einmal das Jenseits in erster Linie. Und ich finde, was Herr Gruber eben gesagt hat, die Gefahr liegt schon darin, dass man sich, wenn man sich zu sehr, zu intensiv mit diesen Dingen befasst, dass man nicht mehr in dieser Welt lebt, sondern schon mit einem Bein drüben und es kann leicht zu Psychosen kommen. Mhm. Ich habe das bei den Tonbandstimmen noch nicht so extrem festgestellt. Es ist ganz selten, dass mal sowas vorkommt. Aber besonders bei anderen Dingen, zum Beispiel bei diesem Glasschreiben und Tischrücken, dann kommen doch immer wieder negative Aussagen. Ich habe festgestellt, das sind mehr oder weniger versteckte Ängste von den einzelnen Personen, die hier vermittelt werden. Und sie steigern sich immer weiter da hinein und da sollte man schon Aufklärungsarbeit leisten. Falls Sie sich von uns haben anregen lassen, zu dieser späten Stunde selbst solche Experimente durchzuführen, dann schreiben Sie uns. Wir leiten die Post weiter, entweder an Herrn Zenkowski oder an Elmar Gruber, wobei aber der Hauptadressat Hans-Otto König sein dürfte. Wir melden uns dann wieder in 14 Tagen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend.